Herzlich willkommen zu Bübs Bilanz oder Benvenido, wie man hier in Portugal sagt. Ich bin diesmal im schönen Sesimbra an der portugiesischen Atlantikküste. Das liegt so ein bisschen südlich von Lissabon. Der Lissabonner macht hier gerne dann so Wochenendurlaub. Aber heute ist auch der Bär los. Es ist wunderbares Wetter. Es wird weit über 30 Grad, denke ich. Ich gehe nachher ein bisschen schwimmen. Gut, die Wassertemperaturen sind so, dass man besseren Urologen in der Nähe hat. Aber das macht bei den Außentemperaturen ja nichts. Ja, das ist herrlich. Ich mache hier im Hotelurlaub, was ich ja selten tue, ne? Und da finden die ersten Herausforderungen dann schon morgens, geht das los. Am Frühstücksbuffet, ne? Ich habe dann den Ehrgeiz, dann will ich auch alles dann mitzunehmen. Ich fange dann an mit dem Rührei, gebratenen Speck, kleine Würstchen, dann so Bohnen, dann Käsebrötchen, Wurstbrötchen, dann Croissants mit Marmelade, dann dieses wunderbare portugiesische Gebäck, so Blätterteig-Törtchen mit Vanillefüllung und Schoko-Croissants und solche Dinge. Und hinterher dann noch ein bisschen Obst und Joghurt und natürlich jede Menge Kaffee und Orangensaft dann bei den Shampoos, den lasse ich stehen. Ich habe dann heute Morgen beobachtet, wie dann Leute sich tatsächlich mit so einem Tupper-Gürtel dann für den Tag dann da versorgt haben am Buffet. Ich brauche das nicht. Ich bin ja Sternzeichen Kamel. Das heißt, so ein Frühstücksbuffet, das reicht bei mir, um meine inneren Höcker zu füllen und damit den ganzen Tag dann eigentlich am Strand dann über den Tag dann zu kommen mit den ganzen Nährstoffen. Das ist wunderbar, denn sag mal, das Schöne an so einem Herbsturlaub ist ja, dass der Kontrast ja noch größer ist als bei einem Sommerurlaub. Der Kontrast zu daheim, wo jetzt gerade das Tief Xavier euch alle im Griff hat, dann die Wintermäntel dann hochfegt, dann den Regen in die Kapuzen reintreibt und hier überlegt man dann, kriege ich jetzt einen Sonnenbrand oder kriege ich einen Sonnenstich? Das steigert natürlich ganz ehrlich gesagt schon so ein bisschen auch den Urlaubsgenuss. Dennoch nehme ich ja Anteil an dem, was zu Hause passiert. Am Dienstag, am Tag der Deutschen Einheit, da wäre ich natürlich schon gerne dabei gewesen, trotz der Kälte. Gut, bei dem kollektiven Singen war es vielleicht ganz schön, dass der Büb da so weit davon entfernt war. Das hätte dann möglicherweise doch als ein versuchter Terroranschlag dann gewertet werden können. Ja, was mich besonders berührt hat, jetzt so auch aus der Entfernung, war ja, dass so die verschiedenen Regionen Deutschlands da auch sehr schön vertreten waren und das überhaupt gar kein Problem war, dass wir alle gemeinsam da so einen Tag dann feierlich dann begehen. Das hat heute, gerade in heutiger Zeit, hat das ja einen besonderen Wert. Wenn man jetzt hier auf der Iberischen Halbinsel von hier aus ein bisschen nach, was ist das, Nordosten dann guckt, Spanien, Katalonien, da geht es im Moment ja tierisch ab. Das ist ja, die spanischen Zeitungen beschreiben die Situation seit Monaten so, als wenn so zwei Schnellzüge ungebremst und volle Kanne aufeinander zudonnern und niemand ist in der Lage, dann überhaupt die zum Stehen zu bringen. Mal gucken, wie das weitergeht. Das ist in Deutschland ist das schwer vorstellbar. Wir haben ja solche Instrumente wie den Länderfinanzausgleich. Der Länderfinanzausgleich, der ist auch wie so ein Reißverschluss. Niemand weiß so richtig, wie er funktioniert, aber er hält zusammen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das in Spanien dann weitergeht. Ansonsten beschäftige ich mich natürlich das nahende Ende des Urlaubs. Ich muss dann nachher wieder so eine Art Resozialisierung dann mitmachen. Das ist immer nach dem Urlaub dann doch schwierig. Ich weiß, nach dem letzten Hotelurlaub, da habe ich Tage gebraucht, da wäre ich beinahe verhungert, Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, hier gibt es niemanden, der dir morgens dann Omelette macht, dann Speck brät, dann Müsli portioniert. Du musst das alles jetzt wieder selber machen. Dieser Weg in die Normalität, zurück in den Alltag, das ist nicht ganz einfach. Das ist auch zum Beispiel beim Campingurlaub, habe ich da immer Schwierigkeiten. Wenn man dann so nach Wochen dann wieder zu Hause ist, der erste schwere Regen fällt, dann renne ich immer raus mit meinem Spaten und will einen Graben ums Haus machen und die Heringe nachziehen und so, bis ich merke, nee, das ist jetzt rum. Ne? Oder ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da haben wir 3 Wochen FKK-Urlaub gemacht an der französischen Atlantikküste. Dann wieder zurück, den ersten Morgen bin ich raus in den Garten. Es hat Wochen gedauert, bis die Nachbarn mich überhaupt wieder gegrüßt haben. Also ich hoffe, dass ich das diesmal mit der Resozialisierung doch ein bisschen schneller schaffe. Und bis dahin genieße ich hier die Zeit. Machen Sie es gut. Adeus aus Portugal.